Hallo ihr Lieben! Wie letzte Woche mache ich auch diese Woche wieder bei diesem Hunde-Blogger und YouTuber-Projekt. Auf jeden Fall mit, wo wir unsere ganzen Zubehöre und zeigen. Diese Woche, habt ihr vielleicht bei anderen YouTubern und Bloggern schon gesehen, sind die Leckerlis dran und das Futter. Das Futter, kann ich gleich sagen, haben wir von Josera. Ich weiß nicht, was wir genau haben. Wir haben so viel schon ausprobiert von Trockenfutter. Entweder Schoko ist mäkelig oder aber die kriegen davon Probleme. Von Josera, das mögen beide, das lieben beide. Und davon haben sie gar keine Probleme und alles ist gut. Darum haben wir halt das. Ja, auf Barf, Fertigbarf wollen wir bald auch wieder umsteigen. Aber erstmal müssen wir ausprobieren, ob Schoko es dann frisst. Er ist ja immer so ein kleiner Mäkelkopf, darum haben wir auch aufgehört. Ja, an Leckerlis, muss ich auch ehrlich gestehen, habe ich gar nicht so viel. Denn ja, manchmal ist es halt mehr, weil man dann gerade wieder einkaufen war und ach, das muss ja mit. Aber so oft ist es nicht. Und eigentlich haben wir immer nur so 2-3 Sorten da. Weil ich finde zumindest, es reicht, bevor ich alle aufhabe und ja, nix. Also nix wird richtig benutzt, sondern alles wird immer geöffnet, geöffnet, geöffnet. Und die werden hart, nee, dann hole ich lieber so 2-3 Sorten und dann ist gut. Als erstes haben wir, also die lieben alles von dem, aber eigentlich sind das sowieso alles Fresser außer Schoko halt, der beim Trockenfutter mäkelt. Und beim Barf. Einmal von Spurti, also von Penny, gibt's ja aber auch von Trixie oder sonst welchen Sachen. Leberwurst, Genießer Leberwurst in einer Tube. Ich finde das immer ganz gut. Die ist ja auch noch zu. Ja, ich finde das eigentlich ganz gut. Man kann die gut belohnen, ohne dass die Tasche dreckig wird. Ja. Genau. Feuchtigkeit, bla bli blub. Oh, Asche, 1,4%. Sagen ja welches, was es gut ist. Dann haben wir einmal, wir wollten es mal ausprobieren, wir haben davon 2 zum Preis von 1 bekommen, zu Grace Geburtstag. Einmal die Fruities. Mit Apfel. Die lieben sie, das ist von Bosch. Und ja, ist bis jetzt noch nicht geöffnet, aber ich muss es eh gleich öffnen. So, kann ich sie jetzt öffnen. Die riechen auch so genial. Also, sind halt so ganz kleine Knöchelchen. Ich finde die super toll. Ja, du bist auch klein. Du auch, Schoko? Ja. Hallo, Grace. ne, die lieben sie. Die nehme ich momentan gerne zum Training. Also, wir haben davon jetzt eine Packung jetzt leer. Das ist jetzt die zweite. Ja, wir hatten die auch gestern mit. Und dann habe ich hier meine kleine Futterbox, wo ich eigentlich alles reintue, was schnell austrocknen kann, weil ich das nicht so oft gebe. Das sind einmal diese Stangen, die sind eigentlich doppelt so groß. Ich habe sie aber kleiner gemacht, damit die da auch gut reinpassen. Diese. Hallo? Grace. Die sind von Aldi. Ja, Aldi. Dann haben wir hier noch von Zoo & Co. so kleine vegetarische. Kein Fleisch dran, gar nichts, sondern Veggie Dog oder so heißen die. Ja. Und mehr ist auch nicht. Also wir haben jetzt 4 Sorten. Die werden auch alle liebend gern gefressen. Wie man sieht, die sind hier. Ja, Schoko gebe ich schon Pfote. Guten Tag, Schoko. Ja. Dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Schaut die anderen Videos an. Ist bestimmt auch sehr interessant. Ich werde es auch tun.
bzw. Blog-Einträge lesen. Ja, boys, die sind wie immer unten in der Infobox. Und ja, bis bald. Tschüss.